dass man die Eltern ehrt, weil ohne deine Eltern, was wäre aus deiner Person? Nichts. Erinnerst du dich, was sie mit dir gemacht haben, wie sie dich erzogen haben, was sie für dich geopfert haben? Und leider, wir haben ein Phänomen heute, leider unter den Muslimen, dass sie schlecht zu ihren Eltern geworden sind und dass sie ihre Eltern schlecht behandeln mit der Behauptung, die sind Menschen, wir sind Menschen. Das stimmt, die sind Menschen und du bist Mensch, aber die sind deine Eltern. Und pass auf, am letzten Tag, du brauchst ihre Zufriedenheit, nicht sie von dir. Du brauchst sie, aber sie dich nicht. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat ihnen die höchste Stufe gegeben. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat uns erzählt, die Eltern, Vater und Mutter, die sind zwei Tore zum Paradies. Und der Vater ist ein mittleres Tor zum Paradies. Und wenn du gut zu deinen Eltern bist, dann wirst du ins Paradies kommen. Du wirst ein schönes Leben haben. Allah segnet dein Leben. Allah subhanahu wa ta'ala schützt dich in vielen Bereichen. Deshalb in dem Islam. Du darfst deine Eltern nicht anschreien. Du darfst die Eltern, wenn sie von dir etwas verlangen, du darfst nicht sagen, pfui oder oh oder laut zu ihnen sein. Du musst vor deinen Eltern so sein, dass du immer Respekt zeigst und du ehrst deine Eltern. Und das ist sehr wichtig in unserer Religion. Barakallahu fikum, sagt Allah.